Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute wieder ein schönes Unboxing hier. Diesen Helikopter hat sich ein User mal gewünscht, ob ich ihn auch mal teste. Und ich dachte, ich kaufe ihn mir mal hier zusätzlich zum Höhenhaltesensor, also Parameter Set Height. Also da hält dann automatisch die Höhe. Und Luftdruck hat er zusätzlich ein optisches Flow Position. Das heißt, er hat einen Sensor unten dran, der unten drunter den Untergrund erkennt und daraufhin mit deiner Kamera dann die Position einhält. Ja. Hier nochmal hier die Größen, 330 mm Rotordurchmesser, Länge 30 cm, Gewicht 128 Gramm, 050er Heckrotor, 1020er Frontmotor und wir betreiben das Ganze mit einer 7,4 Volt, also 2S, Lipo 2S, 600 mA, 25C. Ja, da geht schon ein bisschen was ab und schauen wir mal an, was da uns hier erwartet. Schlaufe dran zum Tragen. Jetzt müssen wir verkehrt und das Ganze aufmachen. Ja, wir haben einen anfängertauglichen Hubschrauber hier. Mal mit einer Dingsanleitung. Mode 2 habe ich hier genommen. Das heißt, Gas ist links. Wenn man das erklärt, wo man alles draufdrücken kann: einmal Englisch und mit Unterschrift in Englisch und Chinesisch. Ja, sieht schon mal vielversprechend aus. Und kann es aber hier mal anschauen. Wir haben einmal diesen wunderschönen Hubschrauber hier. Das macht heute einen stabilen Eindruck, flyballless. Decoder und den Akku kann man quasi reinschieben, hinten reinschieben. Sehr schöne Sache hier. Die Kühlung sogar hier, der Motor, schmeißen wir ab, die Haube. Noch zum Schauen hier der Hauptmotor, die Platine hier, Servo und hier unten drin ist dieser Sensor hier, der eben dafür sorgt, dass ich eben hier schön fliegen kann. Das ist eine ziemlich coole Sache hier, die dann quasi den Erdboden lesen kann mit Getriebe hier. Und wir machen das jetzt mal schön zusammen wieder hier. Seht, was es gefummelt ist, hier solche Gummis, die helfen, dass die Karosse nicht kaputt geht. So, ich habe es nicht fest bekommen. Der Gummi ist jetzt wackelt ein bisschen, muss ich mit Kleber da irgendwas fixieren. Mal gucken. So, schon mal so schick aus. Schon dicker Koloss hier. Fernbedienung. Mode 2. Hier habe ich noch zwei Versionen. Hier kann ich noch den Mode irgendwie ändern. Hier den optischen Flow-Sensor ein- und ausschalten und starten und landen. Durch 6 Batterien hier reinmachen. Check. Funktioniert war sehr gut. Schließen wir wieder hier. Das USB-Ladegerät mit diesem Anschluss. Und den laden wir hier auf, stecken das hier rein. Hier ist ein Kontrollleuchter an dem Stecker dran. Also müsst den Hubschrauber immer mit dem Originalstecker laden. Das wäre es auf dem Mars und es warten bis der Akku voll ist und machen den Probeflug. Nochmal zur Erklärung. Wenn ich hier die Taste drücke, dann steigt er auf und ab. Der Heckrotor dreht sich in die Richtung. Und hier fliegt er nach vorne, zurück und hier zur Seite. So, hier haben wir den kleinen Feind. Da habe ich erst hier eingesteckt. Es prasselt kurz hier, macht es blink, blink, blink. Und hier eingeschalten. Selbst von alleine kennt es, die zwei LEDs sind ruhig. Hier kann ich den Optical Fly Sensor ausschalten. Hier
Schalte ich ihn wieder ein. Ja, initialisiert er sich wahrscheinlich wieder. Lass ihn einfach mal hier starten. Start und Lande, Start, Stopp, sage ich immer mal. Startlandetaste. Das war jetzt mit optischen Sensor. Jetzt schalte ich den aus. Ja. Er blinkt und startet jetzt mal so. Nein, er trifft jetzt viel mehr. Und hier habe ich Stufe 2. Sache. Ausschalten und hier wieder alles rausziehen. Fertig. Also der Top-Einsteiger-Hubschreiber kann man wirklich wärmstens empfehlen hier. Fliegt wirklich einfach und wie gesagt, im Nick und Roll wird er durch einen optischen Sensor unterstützt, dass er da auch da sehr ruhig in der Luft ist und kann da prima fliegen. Wie gesagt, Auto, Video können auch gleich demnächst, habe ich auch schon abgedreht. Bleibt dran, abonniert mich und ihr verpasst kein Video mehr. Ciao dann, bis zum nächsten Mal.